Sie wünschen? Lasse bitte. So, bitteschön. Danke. Frau Sievers, nicht wahr? Ja. Renz, guten Tag, gnädige Frau. Bitte, nehmen Sie doch Platz. So, Helga, das wär's und das muss heute noch raus, bitte. Ja. Darf ich fragen, wer mich Ihnen empfohlen hat? Niemand. Ich habe Ihren Namen aus dem Telefonbuch. Ich will es kurz machen. Ich bin seit 11 Jahren verheiratet und das ist... Also für einen Irrtum ist das eine ziemlich lange Zeit. Ich verstehe. Haben Sie Kinder? Nein. Wir waren für einige Tage in Rio, mein Mann und ich. Wir haben eine Firma, die auf den Handel mit Mineralien spezialisiert ist. Mein Mann kauft sehr viel in Südamerika und ich habe ihn auch schon öfters begleitet. Aber dieses Mal, während er zu tun hatte den ganzen Tag, Besprechungen, Geschäfte, also ich habe einen anderen kennengelernt. Ich will Sie nicht damit langweilen, aber seitdem weiß ich, dass meine Ehe ein Irrtum war. Weiß Ihr Mann Bescheid? Ja. Ich bin sofort ausgezogen, gleich nach unserer Rückkehr. Und? Wie hat er reagiert? Er ist einverstanden mit der Scheidung. Oder besser gesagt, er weiß, dass er sie nicht verhindern kann. Außerdem werde ich auf alles verzichten. Ich werde keinerlei Ansprüche stellen. Das Einzige, was ich will, ist meine Freiheit. Die bekommen Sie. Sie werden ja wissen, wovon das abhängt. Ich kann nicht länger warten. Verstehen Sie das nicht? Ich bin nicht mehr so jung. Ich möchte noch einmal von vorne anfangen. Ein neues Leben mit einem neuen Partner. Und deshalb muss ich so schnell wie möglich wieder in Rio sein.
Den Scheidungsantrag ziehen wir vor, den diktiere ich als erstes. Der muss dann sofort geschrieben werden und zum Gericht. Heute noch? Am liebsten vorgestern, wenn es nach der Mandantin ginge. Wahrscheinlich hat sie es so eilig, von ihrem Mann loszukommen, damit sie möglichst schnell den nächsten Fehler machen kann. Stöch? Josef! Nein, komm rein. Wir sind gleich fertig. Also anders. Ich rede zuerst mit Herrn Martula und Sie können inzwischen schon mal feststellen, welcher Richter zuständig ist. Die Dame heißt Sievers, ja? Buchstabe S. Ich glaube, den hat der Herr Kleinknecht. Den rufe ich dann an und versuche, die Sache zu beschleunigen. Danke, das wär's. Grüß dich, Josef. Lange nicht gesehen. Wie geht's denn? Oh, so lala. Na, das klingt aber nicht sehr positiv. Machst du Ferien? Ferien? Ich bin hier, um mich mal wieder in Erinnerung zu bringen. Heißt das, du hast keine Arbeit? Kein Arsch interessiert sich mehr für die Heimlichkeiten seiner Mitmenschen. Überall auf der Welt wachsen Vertrauen, Diskretion und Toleranz. Das heißt also, du hast Zeit? Mehr als genug. Ja, dann schlage ich vor, dass du sie nutzt, um dich mal wieder zu rasieren. Mhm. Damit ich einen besseren Eindruck mache in deiner feinen Umgebung. Habe ich da etwa einen leichten Unterton gehört? Mhm, hast du. Diese Gegend hier ist so vornehm, dass Frauen nicht alleine auf die Straße gehen können. Wieso? Gerade eben vor dem Eingang ist eine fast verprügelt worden. Brillenträgerin? Rötliche, hochgesteckte Haare? Alter schwer zu schätzen, aber nicht unattraktiv? Richtig. Hast du nicht gesagt, du bist arbeitslos? Wunderschönen guten Tag, junge Frau. Tag. Wen suchen Sie denn? Eine Frau Sievers. Wohnt die hier? Im zweiten Stock, Apartment 215, aber ich weiß nicht, ob sie zu Hause ist. Danke. Sind Sie die Hausmeisterin? Mein Mann ist der Hausmeister. Ich mache nur die Arbeit. Dann können Sie mir vielleicht helfen. Also, ich habe Frau Sievers kennen. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe versucht, sie kennenzulernen. Aber sie hat mir nicht mehr ihre Telefonnummer gegeben. Trotzdem habe ich sie rausbekommen, genau wie ihren Namen. Und jetzt wollen Sie wissen, ob sich der ganze Aufwand lohnt? Ich sehe, Sie stehen im Leben. Na, das ist schwer zu sagen, die wohnt noch nicht so lange hier. Seit wann denn? Ach, so ein paar Tage. Das heißt, die ist vor 3 Wochen eingezogen, aber die war nie zu sehen. Und sie allein? Sie ist zumindest die Einzige, die die Schlüssel hat. Gibt es jemanden, dem sie aufschließt? Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, dem sie aufschließt. Ich arbeite nur bei Tag. Da kommt sie ja. Das ist ihr Auto. So aus, als ob sie doch jemand aufschließt. Kennen Sie den? Nie gesehen. Auch gut, weiß ich wenigstens, wo ich dran bin. Wieso? Also, wenn ich die Wahl hätte. Nee, das bringt nichts. Da halte ich mich lieber raus. Trotzdem, Sie haben mir sehr geholfen. Schönen Tag noch. Ich bin sehr gespannt auf deine Erklärung. Da gibt's nichts zu erklären. Das ist aus. Nee. Das kannst du nicht machen. Nicht mit mir. Du kannst mich nicht so einfach abservieren. So schnell wirst du mich nicht los. Schließlich. Ich will das nicht mehr. Ich meine das ernst.
Jetzt setz dich erstmal hin und beruhig dich. Mein Name ist Matula. Ich möchte gern zu Fräulein Kern. Silvia Kern. Komm rein. Da ist Ihr Zimmer. Tag zusammen. Guten Appetit. Tag. Setz dich. Willst du was essen? Danke. Ich wollte nur zu Silvia Kern. Ich hab doch gezeigt, wo ihr Zimmer ist. Da ist niemand. Silvia ist verreist. Verreist? Wohin denn? Hat sie gar nichts von erzählt. Aber das ist doch ihr Wagen, der da unten steht. Der gelbe R4 mit den Rostlöchern. Doch. Moment, vielleicht kann Frankie dir mehr sagen. Setz dich doch so lang. Willst du nicht wenigstens eine Milch trinken? Milch? Immer. Genau wie Frohlis Baby. Hier. Du willst zu Silvia? Warum? Das würde ich ihr schon lieber selber sagen. Die ist im Urlaub. Wann kommt sie denn wieder? Weiß ich nicht. Aber vielleicht kann ich dir helfen. Worum geht's denn? Jemand hat meinen Wagen angefahren. Beim Ausparken. Aber ist nicht schlimm. Ich meine, es ist nur so eine kleine Delle. Aber er ist abgehauen. Es war ein gelber R4. Schon älter, mit so Rostflecken. Und es hat Zeugen gegeben. Die haben sich die Nummer notiert. Von dem Wagen von Silvia Kern? Richtig. Ich wollte ihr eine Chance geben, dass er das in Ordnung bringt. Sonst gehe ich zur Polizei. Hör mal, die ist in Urlaub. Wo denn? Kann man da nicht anrufen? Nicht, dass ich wusste. Aber hat sie nicht einen Job oder sowas? Ich meine, die müssen doch wissen, wann sie zurückkommt. Keine Ahnung. Was hat denn das damit zu tun, ob sie einen Job hat? Ist dein Wagen hier? Ja. Wo ist denn das passiert? In der Stadt, in so einem Parkhafen. Hey, Straße weiß ich nicht mehr, aber ich finde sie wieder. Und wann? Gestern. Nein, vorgestern Nachmittag. Gibt's doch gar nicht. Da war Silvia doch gar nicht mehr in Frankfurt. Vorgestern Nachmittag hatte ich Silvias Wagen. Sie hatte mir zur Verfügung gestellt, solange sie ihn nicht braucht. Aber dass ich jemanden angebumst hätte, nicht, dass ich wüsste. Ehrlich nicht. Weißt du was? Am besten, wir gucken uns den Schaden mal an. Und dann sehen wir zu, wie wir klarkommen. Ja, das wäre wohl das Beste. Okay, gehen wir. Danke sehr, Wiedersehen. Welcher ist es denn? Ja, da. Dann zeig mal wo. Ich sehe nichts. Warte.
mal zu, ich hab Scheiße erzählt. Der Wagen ist ganz okay. Es ging mir eigentlich nur darum, Silvia Kern. Ich meine, ich wollte sie nur... So nicht, Alter. Nicht mit mir, du willst sie auf die ganz doofe Tour abkassieren. Lass dich hier ja nicht wieder blicken, oder ich mach dich alle da unten. Schön. Wir haben die Bestätigung, dass dieser, wie heißt er? Frankie. Frank Busse. Ja. Dass dieser Busse sich ziemlich hartnäckig für Irene Sievers interessiert. Und die Fußtritte, die er dir verpasst hat, lassen die Vermutung zu, dass er dabei nicht gestört werden möchte. Aber warum das alles? Was steckt dahinter? Du bist dran. Das Herzchen. Aber das kriegt er wieder. Keine Sorge. Da findet sich schon eine Gelegenheit. Du bist dran. Ich habe mich ein bisschen umgehört. Die Firma Sievers ist zwar nicht das Gelbe vom Ei, aber sie arbeitet Jahr für Jahr mit Gewinn. Und die Grundstücke, die Irene Sievers zusammen mit ihrem Mann gehören, sind lastenfrei. Das Ganze in ganz brauchbarer Lage. Das alles lässt man nicht einfach sausen. Dafür hat sie doch eine Erklärung. Sie will weg aus Deutschland. Sie will sich scheiden lassen, möglichst schnell. Und dazu braucht sie die Aussage ihres Mannes, dass sie seit einem Jahr nicht mehr mit ihm zusammenlebt. Das ist wahrscheinlich eine Lüge und die lässt er sich von ihr teuer bezahlen. Nein, das überzeugt mich nicht. Irene Sievers ist keine 16 mehr. Eine Frau in ihrem Alter verliert nicht so leicht den Kopf. Das ist bei Männern offenbar anders. Oder warum hängst du dich so rein in die Sache? Lass bitte deine Witze, ja? Ich hänge mich so rein, weil nicht mehr viel Zeit bleibt. Der Richter hat mir zugesagt, dass wir so bald wie möglich einen Termin bekommen. Wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen. Springt er nicht an? Richtig. Wie haben Sie das bemerkt? Oh, vielleicht hat er keinen Sprit mehr. Er hat Sprit. Klingt aber nicht so. Darf ich mal? Bitte? Moment mal. Verstehe ich nicht. Alles in Ordnung. Na, sieh da. Das war's. Wahrscheinlich wieder so ein jugendlicher Komiker. So, versuchen Sie es nochmal. Jetzt müsste es gehen. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Sie können sich gerne erkenntlich zeigen. Wie denn? Kann ich mir mal die Hände waschen? Sicher. Fragt sich nur, wo. Da wohnen Sie denn nicht hier? Ja, aber es tut mir leid, ich habe keine Zeit. Vielleicht geht's ja auch damit. Danke. Für schmutzige Hände ist das eine brauchbare Lösung. Aber gegen trockenen Hals. Ich dachte, Sie würden mich vielleicht zum kleinen Drink einladen. Sie hören doch, ich habe keine Zeit. Ich? Vielleicht ein andermal. Ja, vielleicht. Wie heißen Sie denn? Haben Sie Telefon? Nur damit ich Sie erreichen kann. Nein, ich habe kein Telefon. Na schön, komme ich einfach bei Ihnen vorbei. Wie wäre es heute Abend?
Sind Sie zu Hause? Nein, bin ich nicht. Wirklich, das geht nicht. Die lässt mich doch genauso auflaufen wie beim ersten Mal. Moin Mittag ist sie geschieden. Und ein paar Stunden später sitzt sie im Flugzeug auf Nimmerwiedersehen. Dann ist es zu spät. Wofür ist es zu spät? Das will ich ja von dir wissen. Ich weiß nur, dass da eine krumme Sache gedreht wird. Aber was für eine und von wem? Je mehr du redest, desto dichter wird der Nebel. Nun mach schon. Lass dir was einfallen. Wir müssen das wenigstens versuchen. Los, raus in den Nebel. Guten Abend, Herren. Na und? Entweder haben Sie eine verdammt lange Arbeitszeit oder... Oder? Es handelt sich um Schwarzarbeit. Geht dich das was an? Mich nichts. Aber das Finanzamt. Los, raus hier. Was willst du hier? Moment mal, reg dich nicht auf. Sind Sie gekommen, um uns Schwierigkeiten zu machen? Nicht, wenn Sie nett sind und mir sagen, wer Ihr Auftraggeber ist. Eine Dame, die hier gewohnt hat. Den Namen weiß ich nicht. So Ende 30, rötliches Haar, Brille? Ja. Wie kann ich Sie erreichen? Weiß ich nicht. Wo schickt ihr denn eure Rechnung hin? Sie hat schon bezahlt. Klar. Cash auf die Hand. Nur nicht schriftlich machen. Wo sind denn die Möbel? Die hat sie abholen lassen. Vor 2 Stunden, bevor wir angefangen haben. Von wem und wohin? Keine Ahnung. Wahrscheinlich auf den Sperrmüll. War ja nur alter Kram. Sie scheint wohl nicht sehr scharf zu sein auf ihr Grünzeug. Können Sie sich das erklären? Nein. Ich kann mich nur wundern. Rechtsanwalt, es ist jetzt 10 nach. Der Richter lässt fragen, ob Sie glauben, dass Ihre Mandantin noch kommt. Sicher, ganz bestimmt. Sagen Sie ihm, er möchte sich bitte noch einen Moment gedulden. Ja. Da kommt sie ja. Gott sei Dank. Entschuldigung, ich habe mich verspätet. Das kann man wohl sagen. Der Richter war kurz davor, den Termin platzen zu lassen. Es war kein Taxi zu bekommen am Flughafen. Ich war schon dort, um mein Gepäck hinzubringen. Falls es doch einmal länger dauern sollte. Ich wollte einfach nicht riskieren, das Flugzeug in letzter Minute doch noch zu verpassen. Und wo waren Sie gestern Abend? Ich habe versucht, Sie zu erreichen. In meiner Wohnung? Ja. Ach, da bin ich ausgezogen, schon am Nachmittag. Ich konnte einfach nicht. Ich war in einem Hotel. Schön. Kommen Sie. Ich habe einige Jahre hier in Frankfurt gelebt. Aber zu Hause habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Und vor allem, ich habe keine Freunde gefunden. Trotzdem, etwas ungewöhnlich ist es schon. Kein Mensch am Flughafen, der zum Abschied winkt. Das übernehmen Sie ja jetzt. Wofür ich Ihnen sehr dankbar bin. Ich bin sehr froh, das alles hinter mir zu haben. Ich wollte mich nicht mehr belasten mit Erinnerungen, die nicht zu meinen schönsten zählen.
noch einmal von vorn anfangen. In einem neuen Land, mit einem neuen Partner, das ist wie ein Geschenk. Ja, dann. Herr Dr. Renz, ich hasse Tränen, aber wenn ich jetzt nicht sofort gehe, werde ich sie wahrscheinlich nicht verhindern können. Vielen Dank. Und alles, alles Gute. Für Sie auch, gnädige Frau. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Nehmen Sie mal bitte Ihre Brille ab. Einen Moment bitte. Grüß dich, du hattest dich wohl verspätet. Ich? Nein. Ich war pünktlich hier. Um 1 Uhr, wie verabredet. Aber sonst bist du doch immer schon bei der Nachspeise, wenn ich komme. Schönen guten Tag. Danke. Bitte. Jetzt zahl da. Wer? Sieh was. Hinter dir. Der Tisch, an dem der Ober steht. Das ist sie was? Ja. Scheint sich ziemlich schnell getröstet zu haben. Und wer ist die Dame? Keine Ahnung. Sie sind reingekommen, als ich schon hier saß. Aber er hat mich offenbar nicht erkannt. Sie haben sich gesetzt, dann bestellt. Und dann ist er zur Toilette gegangen, kurz bevor du kamst. Da hat er mich bestimmt gesehen. Aber er hat so getan, als ob er mich nicht kennt. Und warum will er dir nicht begegnen? Das frage ich mich auch. Oder bildest du dir das nur ein? Vielleicht hat er dich wirklich nicht erkannt. Doch, natürlich. Er ist doch hier vorbeigegangen. Fast unmittelbar an meinen Tisch. Vielleicht ist es ihm einfach peinlich, mit einer anderen gesehen zu werden. So kurz nach der Scheidung. Wie lange ist das jetzt her? 10 Tage. Haben Sie schon gewillt? Moment noch. Aber ein Bier können Sie mir schon mal bringen. Sag mal. Denn das gibt's ja gar nicht. Draußen steht der R4, den sich der Busse geliehen hat. Was? Der Typ aus der Wohngemeinschaft? Ja, von der Tussi, die verreist war. Silvia Kern. Das wäre tatsächlich ein Ding. Der Sievers hat eine Bekannte, die lebt auch in dieser, in derselben Wohngemeinschaft wie... Ich schenke dir mein Bier. Witzig. Hallo, wie geht's?
Und selbst? Ich kann nicht klagen. Du weißt ja Bescheid. Danke, ich kenne mich aus. Oh, Entschuldigung. Störe ich? Nee. Grüß dich, komm rein. Ich wollte zu Silvia. Ist sie da? Silvia ist ausgezogen. Das Baby und ich wohnen jetzt hier. Ausgezogen? Wohin denn? Weiß ich nicht. Direkt nach der Rückkehr. Aber ihre ganzen Sachen sind doch noch hier. Oder sind das nicht ihre Möbel? Doch. Aber sie hat gesagt, die braucht sie nicht mehr und die schenkt sie dem Baby. Na, jedenfalls ist sie zurück. Wo war sie denn? Weißt du das? Keine Ahnung. Hier, hat sie mitgebracht. Für das Baby. Südamerika, was? Brasilien? Weiß ich nicht. Ich habe sie kaum gesehen, als sie hier war. Sie hat hier überhaupt nicht mehr geschlafen. Sie hat jetzt jemanden kennengelernt, bei dem wohnt sie. Und wo das ist, weißt du nicht? Nein. Weißt du, wo sie arbeitet? Die arbeitet nicht mehr. Bestimmt nicht. Das hat sie jetzt nicht mehr nötig. Und früher? Wo hat sie früher gearbeitet? Vielleicht wissen die, wo man sie erreichen kann. Früher? Bei so einem Schmuckfritzen. Nee, Steine, Kristalle oder sowas. Firma Sievers? Ja. Kennst du die? Nee, nur so aus der Werbung. Ich habe einfach mal drauf losgeraten. Sag mal, ich dachte, diese Silvi hätte was mit dem Typen, der hier gewohnt hat. Du weißt schon, dem sie den Wagen geliehen hat, als sie verreist war. Frankie, der ist auch ausgezogen. Zusammen mit Silvia? Nein, das ist vorbei. Er kommt zwar jeden Abend, weil seine Sachen noch da sind, aber er schläft nicht mehr hier. Er scheint plötzlich Kohle zu haben. Keiner weiß genau, was er treibt. Sag mal, für jemanden, der die Silvi sucht, weil sie deinen Wagen angerammt hat, stellst du aber eine Menge Fragen. Guten Tag. Guten Tag. Lassen Sie sich nicht stören. Sehen Sie sich ruhig um. Vielen Dank. Mein Name ist Matula. Ich möchte zu Silvia Kern. Es tut mir leid. Die arbeitet nicht mehr hier. Hat sie was Neues? Nein. Wenigstens nehme ich das nicht an. Also arbeitet sie gar nicht mehr? Ich weiß nicht, ob sie noch arbeitet. Warum fragen Sie? Was wollen Sie denn von ihr? Sie hat meinen Wagen angefahren und ich will, dass sie das in Ordnung bringt. Sonst gehe ich zur Polizei. Ich war schon in ihrer Wohnung, aber da sagt man, sie sei ausgezogen und niemand weiß wohin. Und jetzt bin ich hier und jetzt erzählen Sie mir dasselbe. Vielleicht weiß der Chef, wo man sie erreichen kann. Der Herr Sievers? Ja, aber er ist im Augenblick nicht im Haus. Woher weiß der denn, wo ich sie erreichen kann? Ja, weil auf die Lohnsteuerkarte und die Zeugnisse. Er wird doch wissen, wo er ihr das hingeschickt hat. Oder weil er noch Kontakt zu ihr hat. Das habe ich nicht gesagt. Thank you.
Josef, du glaubst ja gar nicht, wie das vorher ausgesehen hat. Ja, und das hier, das ist das Wohnzimmer. Wohnzimmer? Ja, die Möbel, die sollten eigentlich gestern schon kommen. Aber da war ich nicht da. Jetzt kommen sie morgen. Setz dich. Also, schieß los. Was hast du rausgefunden? Eigentlich nichts. Nur eins. Das läuft nicht erst seit der Scheidung. Die treiben es schon länger. Silvia Kern scheint in Rio gewesen zu sein. Aber warum? Zu welchem Zweck? Ich weiß es nicht. Die Ehe von Irene Sievers wurde rechtskräftig geschieden und damit war die Sache ausgestanden. Offenbar nicht. Irene Sievers hat doch selbst nicht daran geglaubt, dass die Sache ausgestanden ist. Warum die überstürzte Abreise? Vom Gericht direkt ins Flugzeug? Ja. Und warum hat sie sich von dir begleiten lassen? Hast du dich das nie gefragt? Wir hatten noch einiges zu besprechen nach der Scheidung. Das ist immer so. Außerdem wollte sie ihre Maschine nicht verpassen. Oder weil sie Angst hatte? Angst? Wovor? Dass im letzten Moment vor Abflug noch was passiert. Es ist aber nichts passiert. Ich habe sie bis zur Passkontrolle begleitet. Ja. Das kann man doch wohl unterstellen, dass sie in Frankfurt wohlbehalten gestartet und dass sie ebenso wohlbehalten in Rio gelandet ist. Und nach der Landung, die ersten Tage in Rio, hat sie die auch wohl überstanden? Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Nur weil Silvia Kern dem Kind diese Rassel mitgebracht hat? Sowas kann man auch in Deutschland kaufen. Aber leichter in Rio. Es steht fest, dass Silvia Kern verreist war, mit unbekanntem Ziel. Ein ziemlich merkwürdiges Zusammentreffen, hm? Ja, hallo. Dr. Renz. Guten Abend. Nein, das macht nichts. Nein, wirklich nichts. Sie stören überhaupt nicht. Ich sitze noch über ein paar Dinge, die zu erledigen sind. Rechnungen, Briefe und so weiter. Was gibt's denn? Heute Mittag? Im La Posada, ja. Ja, da war ich. Wo haben Sie gesessen? Nein, tut mir leid. Nein, schade, ich habe Sie nicht gesehen. Tut mir wirklich leid. Um was geht's denn? Rechtsanwalt Renz. Um die Zeit? Er sagt, es sei dringend. Er hätte es mir schon heute Mittag sagen wollen. Im La Posada. Aber ich hätte ihn wohl nicht bemerkt. Was denn? Was hat er dir sagen wollen? Angeblich hat es eine Panne gegeben. Bei der Überschreibung der Firma und der Grundstücke. Er sagt, sowas passiere häufiger, wenn diese Dinge bei der Scheidung miterledigt werden. Eine Panne? Was heißt denn das? Sie brauchen noch eine Unterschrift von mir. Und von meiner Frau. Ach, Dieter. Sag mal, Autowaschen auf öffentlichen Straßen, ist das nicht verboten? Was rätst du mir? Flucht nach Australien oder soll ich aufgeben und mich stehlen? Ich rate dir, dich nicht erwischen zu lassen. Sievers hat angerufen. Und, was gibt's Neues? Er hat mit der Familie seiner Frau telefoniert, irgendwo in Süddeutschland. Und dabei hat er erfahren, dass seine Frau noch mal nach Deutschland kommt. Wann? Schon übermorgen, wegen irgendwelcher familiärer Probleme. Er sagt, er hält es für das Einfachste, dass sie dann über Frankfurt fliegt. Und sobald er Genaueres weiß, will er sich wieder bei mir melden, wegen eines Termins. Da bin ich aber gespannt. Begreifst du denn nicht? Wir waren offenbar auf dem Holzweg.
Das könnte verdammt peinlich werden, wenn sie extra herkommt und ich muss den beiden sagen, dass sich die Sache mit der angeblich fehlenden Unterschrift erledigt hat. Weil ich nur geblufft habe. Vielleicht blufft sie was auch. Nee, nee, das beweist nichts. Na, immerhin beweist es. Was? Na, jedenfalls beweist es, dass sie noch lebt. Moment, ich helfe dir. Was soll denn das? Weil da nichts kaputt gehen, ist da sicher alles Meißen. Hm? Schicke Schüssel. Nicht mehr ganz neu, aber 20.000 musst du mindestens dafür hinlegen. Was geht dich das denn an? Deine Karre? Nein. Nein. Starten. Sag mal, du hast doch wohl eine Macke. Frankbusse. Zugelassen letzte Woche. Ganz neu in Schale. Schick. Gib den Schein wieder her, du. Offenbar ziehst du gerade auch um, hast also auf eine neue Wohnung. Woher der plötzliche Reichtum? Keine Antwort? Wie du willst. Die Sachen kriegst du wieder, wenn du gesprächiger geworden bist. Du spinnst doch wohl. Kannst auch meinetwegen zur Polizei gehen. Oder mich einfach anrufen. Aber vorerst kriegst du mal was anderes zurück. Jetzt brat mir doch einen an Storch. Herr Matula immer noch nicht da? Auch kein Anruf?
Vielen Dank. Wiedersehen. Wiedersehen. Sagen Sie den Herrschaften, ich lasse bitten. Geht's jetzt los? Ich bin so aufgeregt. Dazu besteht kein Grund, Frau Gerber. Wir werden das schon schaffen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wahrscheinlich brauchen Sie gar nichts zu sagen. Wahrscheinlich genügt es, dass Sie hier sitzen. Bitte schön. Danke. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Hatten Sie einen guten Flug? Ja, danke. Bis auf die Zwischenlandung. Guten Tag, Herr Sievers. Tag. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Das macht nichts, aber wenn wir jetzt bitte schnellstens zur Sache kommen könnten. Na. Meine Frau fliegt noch heute Abend weiter. Selbstverständlich. Hier ist noch jemand, der Sie begrüßen möchte. Ich brauche Ihnen Frau Gerber ja nicht vorzustellen. Sie ist seit vielen Jahren Ihre Nachbarin. Was soll das? Warum ist sie hier? Nur eine kleine Vorsichtsmaßnahme. Für den Fall, dass Sie behaupten, Ihre Begleiterin sei Ihre Frau. Dann können wir diese Frage mit Hilfe von Frau Gerber ohne Schwierigkeiten klären. Sind Sie Frau Irene Sievers? Nein. Das war's schon, Frau Gerber. Sie können jetzt gehen. Vielen Dank für Ihren Besuch. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Ich will jetzt wissen, was hier gespielt wird. Warum haben Sie sie herbestellt? Sie sind mein Anwalt, ich bezahle Sie. Ich bin der Anwalt Ihrer geschiedenen Frau. Und auch daran habe ich inzwischen meine Zweifel. Na schön. Sie kennen ja meine Situation. Sie haben mir am Telefon gesagt, dass die gerichtliche Scheidungsvereinbarung mit meiner Frau nicht wirksam ist. Aber ich kann meine Frau nicht erreichen. Sie ist... Ich weiß nur, dass sie in Brasilien ist. Mir sind total die Hände gebunden, solange meine Frau meine Teilhaberin ist. Ich kann kaum noch die Gehälter zahlen. Deshalb war ich gezwungen, einen Ausweg zu suchen. Und eine Bekannte zu bitten, mir... Warum nennen Sie nicht den Namen? Silvia Kern. Woher wissen Sie das? Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie also darauf hinaus, dass Fräulein Kern heute zum ersten Mal für Ihre Frau, na sagen wir, eingesprungen ist. Vorher nie? Nicht mal bei Ihrer Scheidung? Bei unserer Scheidung war meine Frau ja noch in Frankfurt. Würden Sie das bestätigen? Ja, das stimmt. Da war sie noch hier. Sie haben sie doch anschließend selbst zum Flughafen gebracht. Wirklich? War das Irene Sievers, die ich begleitet habe? Oder hatten Sie Ihre Rolle auch da schon übernommen? Auch für den Flug nach Rio? Ja, na endlich. Schicken Sie ihn bitte rein. Darf ich vorstellen? Herr Matula, Herr Sievers. Die Dame ist wohl bekannt. Herr Matula ist Privatdetektiv. Ich habe ihn zugezogen, um mich abzusichern. Du kommst genau im richtigen Moment, denn wir haben ein Problem. Fräulein Kern hat sich in Frau Sievers verwandelt, um hier für diese eine Unterschrift zu leisten. Das streitet sie nicht ab. Aber sie bestreitet, die Rolle von Irene Sievers auch früher schon übernommen zu haben. Vor allem bei der Scheidung. Sekunde. Draußen ist noch jemand.
Ich habe ihn nur herbestellt, damit ich ihm seinen Autoschlüssel und seinen Fahrzeugschein zurückgeben kann. Übrigens, in Blond kriege ich noch einen Drink von Ihnen. Die Herrschaften kennen sich, nicht wahr? Nein? Schön, dann werde ich Ihnen auf die Sprünge helfen. Das ist Frank Busse. Er ist in letzter Zeit zu einer Menge Geld gekommen. Neues Auto, neue Wohnung, neue Klamotten. Er ist auf eine richtige Goldader gestoßen. Und diese Goldader ist Sylvia Kern, seine Freundin. Von der er eines schönen Tages herausfand, dass sie sich in Irene Sievers verwandelt hatte. Und dass sie beim Anwalt war, um für Irene Sievers die Scheidung einzureichen. Das stimmt nicht. Ich wollte kein Geld. Nein? Ich wollte nur wissen... Ich wollte Sylvia nicht verlieren. Aber er hat's genommen. Er hat kräftig abkassiert. Und dafür wird er sitzen. Und Sie haben gezahlt. Warum? Ich war in einer Notlage. Und das hat er ausgenutzt. Ja, es stimmt, dass Sylvia, das Fräulein Kern, sie hat mir geholfen schon bei der Scheidung. Aber trotzdem habe ich die Wahrheit gesagt. Meine Frau, sie... Sie hatte mich verlassen. Schon früher, schon vor einigen Wochen. Sie hat jemanden kennengelernt aus Brasilien. Und mit dem ist sie auf und davon. Praktisch über Nacht. Ich wusste nicht mehr ein noch aus in der Firma. Ich wäre pleite gegangen. Danke, die Geschichte kennen wir jetzt. Wo ist Ihre Frau? Wo war sie zur Zeit der Scheidung? Sie hören doch in Rio. Klar. Und wenn es jemals einen Grund geben sollte, dort nach ihr zu suchen, dann ist sie nicht mehr aufzufinden. Ist ja bekannt, wie es in Rio zugeht. Wahrscheinlich ist sie tot. Aber das ist Sache der Polizei. Unsinn. Das ist doch lächerlich. Und wo ist die Leiche? Sie können alles durchsuchen. Mein Haus. Meinen Garten. Es reicht jetzt. Es reicht schon lange. Meine Frau ist nicht tot. Sie ist in Brasilien. Wahrscheinlich ist sie da sogar gerade ganz besonders lebendig. Komm. Moment noch. Zuletzt hatte Ihre Frau ja wohl eine andere Wohnung. Vielleicht ist sie da zu finden. Die ist gar nicht lange bewohnt worden, nur die paar Tage vor der Scheidung. Und trotzdem ist sie neu gestrichen worden. Warum? Gehen Sie aus dem Weg. Lass ihn gehen. Die Wohnung wird sich die Polizei gründlich ansehen. Da können Sie sicher sein. Meine Frau. Sie hat sich diese Wohnung genommen. Sie war dahinter gekommen, dass etwas ist zwischen mir und Sylvia. Aber sie hat kein Wort gesagt. Sie hat sich diese Wohnung genommen und ist ausgezogen. Und sie hat mir einen Brief dagelassen. Darin stand, dass sie die Scheidung einreichen wird und dass sie auf Teilung besteht. Auf Auszahlung der Hälfte unseres Vermögens. Unser ganzes Geld steckt in der Firma. Ich bin sofort zu ihr gefahren. Noch am selben Tag. Ich habe sie gebeten, sich alles zu überlegen, nicht zu überstürzen, aber sie ist hart geblieben. Sie hat geantwortet, dass sie am nächsten Tag zum Anwalt geht und dass sie mich vernichten wird.
mich und die Firma. Da habe ich zugedrückt. Silvia hat damit nichts zu tun. Sie hat mir nur helfen wollen. Verbinden Sie mich bitte mit der Polizei.